Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 27.11.2019. Ja, es wurden wieder neue Skins gewählt. Allerdings sehr kurzfristig und deswegen konnte ich euch da jetzt gar nicht mit einbeziehen. Und jetzt klicken wir doch einfach mal da drauf und werden jetzt sehen, das hier war der Community-Favorit, scheinbar. Stadt ist ihre Spielwiese. Community hat abgestimmt, Riley ist jetzt im Item-Shop. Also diese Abstimmung, muss ich ganz ehrlich sagen, war für mich völliger Nonsens irgendwo. Erstens fand ich die Skins Schrott. Ja, bin ich ehrlich, die Skins waren Schrott. Und dann hatten wir plötzlich nur noch einen Tag irgendwie. Noch nicht mal einen Tag, einen halben Tag, um da zu voten. Und das finde ich doof. Also, schauen wir jetzt gleich mal in den Shop rein. Gucken wir mal. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code zur Foto gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, also, auf geht's in den Itemshop. Und da ist jetzt ja auch super, dass jetzt die Animation kommt. Ich bin voll überrascht. Wurde ja vorher nicht schon gezeigt, wer geworden. Also, Riley ist jetzt verfügbar. Nein, echt? Krass. Okay, also Riley ist jetzt verfügbar. So, Scarlet Defender. Da haben wir ein Voting von 3,93 von 5 bei 100 Votes. Am 25. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 31. Mal. 97 Reminders. Das letzte Mal im Shop am 6. November. Weiter geht's mit dem Rio Grande. Ja, Cowboy Skin. Als Tilted Towers eine Cowboy-Stadt geworden ist. Hätte ganz gut Sinn gemacht. So, naja, ist ganz okay. Rio Grande hat hier folgendes Voting. 4,07 von 5 bei 30 Votes. Am 6. August 2019 ist erstmal dran. Das sechste Mal. Jetzt 17 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 39 Tagen. Weiter geht's mit dem Daumen hoch. Zack. Und dem Daumen runter. Alle beide finde ich persönlich relativ cool. Und beide kriegen von mir 8 von 10. Und hier haben wir folgendes Voting einmal für den Thumbs Up. 2,8 von 5 bei 5 Votes. Am 5. Mai 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 5. Mal jetzt 16 Reminders. Und das Teil ist schon seit Ewigkeit nicht mehr im Shop gewesen. Vor 459 Tagen. Am 25. August 2018 das letzte Mal im Shop. So, anders sieht das Ganze aus mit dem Thumbs Down. Thumbs Down hat 2,6 von 5 bei 5 Votes. Auch am 5. Mai 2018 ist das erstmal drin. Das 6. Mal 10 Reminders. Das 6. Mal war allerdings am 21. Oktober 2019, also vor 37 Tagen. Thumbs Up war länger nicht mehr drin. Viel, viel länger nicht mehr drin gewesen. So, dann haben wir Elektrolaune. Mega geil. Teil kriegt von mir logischerweise 10 von 10. Ja, dann schauen wir mal hier rein. Da haben wir 3,88 von 5 bei 17 Votes am 5. August 2019. Das ist das 5. Mal 6 Reminders. Letztes Mal im Shop am 8. November. Jo, da haben wir hier diese Einschlafhilfe für 800 V-Bucks. Der Teil ist ziemlich verrückt. Oh, da kommen Sternchen. Ja, mein Fall ist es nicht wirklich. Aber gut, wem es gefällt. So, das ist hier Nighty Night. Und Nighty Night hat hier 4,18 von 5 bei 11 Votes. Am 25. September 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das dritte Mal 4 Reminders. Weiter geht's mit dem Nachtflieger. Das sieht wirklich crazy aus, das Teil. Im Gameplay jetzt oben rechts auch zu sehen für 800 V-Bucks. Und das Teil hat hier ein Voting von 3,86 von 5 bei 14 Votes. Am 25. September 2019 ist das dritte Mal 3 Reminders. Das ist jetzt mal im Shop vor 61 Tagen. So, dann haben wir die Traumhaft-Lackierung. Boah, ist auf jeden Fall ganz nice. Hier haben wir 4,3 von 5 bei 10 Votes. Am 25. September 2019 ist das dritte Mal 6 Reminders. Weiter geht's hier mit
dem Nickerchen. Für 1500 V-Bucks ist das Teil nicht schön. Oh, pottenhässlich das Ding. So, Gameplay auch oben rechts in der Ecke verlinkt. Ist das Lumber? Achso, hinten das Backpack sollten wir uns nochmal schnell anschauen, weil das sieht nämlich wirklich ganz schön aus. Guck mal da. Oh, ist das nicht schön? So, das hätte hier folgendes. 4,68 von 5 bei 25 Votes am 25. September 2019. Das ist erstmal drin gewesen. Das dritte Mal, 19 Reminders. So, dann sind wir mit diesem Set auch schon soweit durch. Und dann kommen wir zu dieser schlagfertigen Axt. Wenn man da drauf kloppt, bis jetzt noch kein Gameplay dazu gesehen. Klobber X hat hier folgendes Voting. 3,6 von 5 bei 5 Votes am 15. September 2019 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt einen einzigen Reminder. Das letzte Mal im Shop am 18. Oktober. Ich vermute mal, dass das komplette Set da drin war. Dann haben wir diese Abkühlung. Wir haben hier 3,43 von 5 bei 7 Votes. Viermal im Shop gewesen, drei Reminders. Jo, dann kommen wir noch zum Skin. Das ist die Moxie. Hier mit diesem Elchen dran. Auch dazu haben wir ein Gameplay. Ja, für 1200 V-Bucks die Lady, Teil des TKO-Sets. Gucken wir mal, wie sich da die Noten inzwischen entwickelt haben. Moxie, sehr beliebt scheinbar. 4,19 von 5 bei 31 Votes. Dreimal im Shop gewesen, 34 Reminders. So, oh, dann sind wir auch schon damit soweit durch. Dann sind wir hier bei diesen Reben, die Tendrils. Finde ich persönlich ganz okay. Ui. Oh, das ist natürlich schon ein geiler Effekt hier. Das muss man echt sagen. Das ist echt ein cooler Effekt. Also Teil hat hier folgendes Voting, 4,07 von 5 bei 14 Votes am 10. Juni 2018, das ist mal drin gewesen, das sechste Mal, 18 Reminders. Jo, und zu guter Letzt kommen wir dann noch zu dem, jo, da kommen wir dann jetzt noch zum Skin. Ah ne, wir haben ja noch den Venusflieger, richtig. Und das ist der Venus Flyer. Ich finde den persönlich ziemlich interessant, muss ich sagen. Und der Teil hat hier folgendes Voting. Wir haben hier 3,4 von 5 bei 10 Votes am 10. Juni 2018. Das ist das sechste Mal. 5 Reminders. Venus Flyer. Dann sind wir bei dem Skin. Ich finde den ganz cool. Ich weiß aber, dass er nicht so wirklich beliebt ist für 2000 V-Bucks. Schon, ich finde ihn schon geil irgendwo. Ja. Und das Ding hat allerdings Season 4 rausgekommen. Das Ding hat allerdings nicht so eine tolle Benotung. Wir haben hier momentan 2,08 von 5 bei 156 Votes. Also das ist schon ziemlich eindeutig. 10. Juni 2018 ist das immer drin gewesen. 6 Mal. 32 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Haltet euch fest. Das ist schon lange her. Vor 312 Tagen, am 19. Januar 2019. Krass, ne? So, jetzt haben wir noch, zu guter Letzt haben wir noch die Lackierung hier hinten, Wild X. Und ja, die finde ich okay für 300 V-Bucks, aber auch nicht überragend, kriegt von mir 6 von 10 und hat hier allerdings folgendes Voting. Wir haben 4 von 5 bei einem Vote. Tja, 3 Reminders. Sie hat gewonnen, habe ich mir aber auch schon fast gedacht. Also obwohl die Skins alle nicht so toll waren, ja, war sie immerhin auch meiner Meinung nach die beste gewesen. Herr Sofort hätte den ganz rechts genommen. Weiß ich, ob ihr das noch in etwa wisst. Da in der Mitte war der mit der Kerze auf der Birne. Naja. Also, Riley kriegt von mir 6 von 10.
Riley hat hier ein Voting von 2,33 von 5 bei 3 Votes. So, zwei, aber schon 22 Reminders. Das ist schon mal nicht so schlecht. Jo, dann würde ich mal sagen, bewerten wir mal den aktuellen Shop. Wir haben bei dem Shop ein ziemlich altes Item jetzt drin, was schon seit Ewigkeiten nicht mehr da war. Das ist hier eben der Daumen hoch. Wir haben auch nochmal hier hinten Flytrap. Aber alles in allem, ja gut, rote Verteidigerin ist auch ganz cool. Aber trotz allem bin ich kein großer Fan von diesem Shop. Schauen wir doch mal ganz kurz, wie hier die Noten momentan aussehen. Wir haben 370 Love It's, 454 It's Meh. Das sind insgesamt knapp 800 Votes und 1371 Hate It's. Das heißt also mehr, deutlich viel mehr Hate It's als Love It's und It's Meh zusammen. Und leider muss mein Daumen auch auf Hate It gehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte den Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.